In diesem Video geht es um die Erwählung der Übertragungsfunktionen. Jetzt, wenn wir so eine Zusammenschaltung aus mehreren Blockschaltbildern haben, und jetzt seht ihr mal, wir haben jetzt hier erstmal eine eigene Ressource U und dann haben wir jetzt hier ein System jetzt aus mehreren zugeschalteten Blockschaltbildern, die jetzt wiederum auch wieder mit eigenen Übertragungsfunktionen G1, G2, G3 beschrieben werden können. Und dann am Ausgang haben wir eben eine Ausgangsressource Y. Und jetzt ist hier die Frage, was ist jetzt die gesamte Übertragungsfunktion des gesamten Systems? Und die gesamte Übertragungsfunktion kann man beschreiben, allgemein Y durch U, jetzt im Bildbereich noch Y von S durch U von S. Und man könnte das Ganze jetzt auch natürlich noch konkret betrachten, wenn man jetzt hier konkret Übertragungsfunktion einsetzt. Wir wollen das Ganze nur mal allgemein vom Prinzip hier betrachten. Und dazu gucken wir uns das Ganze mal hier an. Jetzt sehen wir einmal schon mal hier, dass wir mit G3 jetzt eine Rückführung haben. Das heißt, das sehen wir auch gleich noch später. Und wir sehen jetzt, wir haben jetzt eine Parallelschaltung von Übertragungsviren. Und bei der Parallelschaltung gilt jetzt, dass wir die Übertragungsfunktion jetzt addieren können. Deswegen kann ich schon mal aufschreiben, dass jetzt einmal schon mal y gleich, und jetzt betrachten wir einfach mal erstmal hier diesen ersten Spike, also schon mal gleich g1 mal u ist, also ich spare mir jetzt mal die Schreibweise mit s aus Platzgründen, einmal g1 mal u plus jetzt dieser Spike, weil eben parallel geschaltet heißt, ich darf jetzt addieren, aber jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil hier darf ich die Größe, die jetzt vor G2 steht, das ist jetzt nicht U. Weil ich kann mir vorstellen, die Eingangsgröße U geht jetzt hier rein, aber jetzt haben wir hier noch eine Rückführung. Das heißt, die Größe, die jetzt unmittelbar davor steht, also die Größe, ich nenne es einfach mal X, jetzt vor G2, die ist jetzt nicht gleich U. Das heißt, das müssen wir auch noch gleich noch ein bisschen berücksichtigen, aber erstmal nenne ich die Größe X. Das heißt, wir können dann sagen, hier G1 mal U plus, und dann, wenn wir die das Übertragungsglied G2 betrachten, dann müssen wir aufschreiben plus und jetzt G2 mal erstmal einfach mal gesagt X. Und dann kommen wir jetzt zum X und jetzt können wir sagen, dass ja jetzt X gleich und dann einmal U und jetzt dadurch, dass wir eben eine Rückführung haben, können wir sagen, minus G3 mal Y ist, weil G3 mal Y ist genau das, was hier abgezogen wird. Und wenn das da abgezogen wird, dann ist das eben hier genau die Eingangsgröße X. Und dann setzen wir es ein. Also eingesetzt können wir jetzt sagen, G1 mal U plus und jetzt hier G2 mal U minus G3 mal Y. Und das ist dann erstmal schon mal die gesamte Gleichung, weil damit haben wir jetzt genau hier noch das Übertragungsglied G3 mit berücksichtigt. Und jetzt ist einfach nur die Aufgabe für uns, das Ganze zu vereinfachen. Also können wir schon mal schreiben, jetzt G1 mal U und dann hier noch ausmultipliziert. Also plus G2 mal U minus G2 mal G3 mal Y. Und dann können wir am besten jetzt diesen Zweig mit Y nach rechts bekommen, um halt Y und U halt zu sortieren. Also dann hier plus G2, G3 mal Y erhalten wir dann hier links Y plus G2, G3, Y gleich. Und jetzt kann ich das U schon mal direkt ausklammern. Ist dann einfacher, um nachher diese Übertragungsfunktion zu bilden, also dann gleich U mal G1 plus G2. Und dann klammere ich jetzt auch hier noch das Y aus, also dann hier Y mal G2 und dann G3 plus 1 gleich U mal G1 plus G2. Und dann sehe ich nämlich, dass wir jetzt eben genau dieses Y durch U bilden können, also dividieren wir jetzt hier durch U und dann noch durch diesen Zweig G2, G3 plus 1 und dann erhalten wir jetzt hier letztendlich dann unsere Übertragungsfunktion G gesamt, ein bisschen geschmiert, gleich und jetzt Y durch U gleich und dann
G1 plus G2 durch G2 mal G3 plus 1. Das wäre dann jetzt hier die gesamte Übertragungsfunktion. Am besten kann es am Ende noch hier mit der Schreibweise G gesamt von S hinschreiben. Das hier mal ein Beispiel dazu. Natürlich kann man das Ganze noch mit konkreten Übertragungsfunktionen machen, dann wird das natürlich deutlich größer. Hier, wir stellen uns vor, G1, G2, wenn wir noch konkrete Funktionen einsetzen, dann haben wir natürlich eine deutlich größere, einen größeren Bereich. Aber das mal hier das Ganze durchgegangen. Und dann verlinke ich jetzt hier noch weitere Videos zur Regelungstechnik und ich verlinke auch kurz meinen Mathe-Chemie-Kanal. Da mache ich auch noch Lernvideos. Falls ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne vorbeischauen. Und das war es dann damit zu diesem Video.